und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Heute, wie versprochen, und auch das Abstimmungsergebnis, ich habe jetzt gar nicht mehr genau geschaut, wie viel Prozent, kommt ein Kartenvideo, das hatte ich euch ja versprochen. Und ich wollte euch noch mal kurz sagen, dass ich euch gestern was unterschlagen habe. Und zwar, für die, die mich schon etwas länger kennen, werden sich bestimmt gewundert haben, wo denn das Washi-Tape geblieben ist, und es lag brav neben mir. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, also zum Haul gestern. Wollte ich euch das noch mal einfach kurz zeigen, weil ich die hier bekommen habe und kann da schon mal sagen, ich habe kurz mal mit denen gearbeitet. Packen wir mal mein Schild auf Seite. So, und zwar habe ich diese Washi-Tapes hier bekommen. Diese ganz dünnen, einmal in bunt. So, jetzt muss ich sie nur wieder von meinem Finger runterkriegen. So, einmal in bunt. Dann in Metallic, also in mehreren Metallic-Farben, Gold, Blau, Grün, Silber und Lila und in Rosa. Halt, stopp, wir drehen es so rum. In Rosa und Gold, also hier ist ein goldener Dünner. Und da haben wir wieder genau das Problem, dass die hier nicht so wirklich pappen. Ich fand sie aber so wahnsinnig schön. Und deswegen habe ich sie mir mitgenommen und werde einfach die Technik verwenden, die ich euch schon mal in einem anderen Video eben gezeigt habe. Das Video dazu, da oben kommt es hoffentlich, wenn ich dran denke, kommt da oben nochmal. Aber ich wollte euch nur mitteilen, dass ich euch die gestern unterschlagen habe. Schande über mein Haupt. Also, ich habe es jetzt nachgeholt. Die habe ich gestern auch noch bekommen. Dann wollte ich noch eine Kleinigkeit zum Haul gestern sagen. Die Gelegenheit wollte ich jetzt einfach mal nutzen, auch wenn jetzt hier ein Kartenvideo ist. Ich habe gestern diese Glitter-Alkohol-Ink vorgestellt und bin dann darauf hingewiesen worden. Fand ich auch echt super, weil ich habe mit denen, ups, noch nie gearbeitet. Da lasse ich sie gleich fallen, dass ich dafür anderes Papier benötige. Und das andere Papier habe ich mir jetzt bestellt auf Amazon. Ich verlinke euch das unten. Also dieses Papier braucht ihr wohl, dass das funktioniert. Und dann werden wir das in einem extra Video nochmal testen. Das wollte ich euch nur nochmal kurz sagen, weil da habe ich mich gestern angestellt wie ein Doofdussel. Deswegen kommt da nochmal ein Video mit dem richtigen Papier und dann sollte es auch funktionieren. Genau, also das wollte ich euch nochmal kurz sagen. So, und heute werden wir aber ganz was anderes machen, nämlich wie versprochen die Karte. Ich nehme einmal Platz. Und zwar werden wir die Clear Stamps, die man beim Action erwerben kann, hernehmen. Und zwar habe ich mich ganz speziell für einen dieser Clear Stamps entschieden. Kurze Erklärung, ich bin vor ein paar Tagen mal kurz so meinen Bastelfundus durch und dachte mir, mit was habe ich denn schon länger nicht mehr gearbeitet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich schon länger nicht mehr mit diesen 3D-Perlen oder Glitter-3D-Drops gearbeitet habe. Und ich fand das echt schade, weil die flacken dann nur rum. Und dann dachte ich mir, naja, normalerweise sind die ja dafür da. Ich habe da an Weihnachten so Rudolf-Karten mitgemacht, was heißt wirklich so in Drops gearbeitet. Und ja, ich fand die einfach schade, dass die hier rumstehen und einstauben. Und deswegen dachte ich mir, arbeiten wir heute mit diesen 3D-Drops. Und mit diesen, ja, Heißluftballonen. Ich weiß immer noch nicht, ob es Heißluftballon heißt. Ich glaube ja. Und mit dem werden wir heute einfach mal arbeiten. Ich habe das Ganze schon mal auf dem Acrylblock gepackt. Und zwar einmal hier. Also das ist das gute Stück. Und mit denen werden wir dann im Anschluss arbeiten. Das muss etwas trocknen. Was heißt, das Video wird einmal dann kurz zur Trockenzeit unterbrochen. Und dann hole ich euch wieder, wenn ich quasi fertig bin. Genau. Oder wenn es fertig getrocknet ist, nicht wenn ich fertig bin. So rum. Also, wir starten. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache es einmal auf eine Karteikarte ganz normal in die Mitte rein, weil da möchte ich euch dann später eine Technik zeigen, glaube ich, wo man ganz coole, was heißt Technik, eine Gestaltungsart zeigen, wo man, glaube ich, ganz coole ja, Elemente auch hinbekommt oder ganz coole Karten hinbekommt. Und dann möchte ich einmal auf unseren selbstgemachten Hintergründen nochmal arbeiten. Das verlinke ich euch nochmal hier oben, wie man die herstellt. Und mit denen möchte ich gerne arbeiten. So, jetzt müssen wir uns nur entscheiden. Reiten wir in den Sonnenuntergang oder fliegen wir bei Tag? Das ist jetzt die Frage. Ich fände es eigentlich ganz cool, auch mal so eine Variante hier zu machen. Also wirklich mit Sonnenuntergangsstimmung. Also das hier ist zu knallig, aber hier dieses leicht Milierte wäre doch eine coole Idee. Okay, wir machen es jetzt mal mit dem. Ich werde es im Nachgang nochmal mit einer blauen machen und dann schauen wir einfach,
was wir dann zur Karte weiter verarbeiten. Also wir werden einmal mit unserem Fotopapier arbeiten und einmal mit einer ganz normalen Karteikarte. Der erste Schritt ist, glaube ich, klar. Wir nehmen uns Stempelfarbe und stempeln das Ganze auf unsere Karte auf. Beim Stempeln, ich wiederhole es immer wieder gerne, nicht drücken, nicht ziehen, nicht schieben, nicht sonst was, sondern tupfen. Also immer nur ganz kurz reintippen. Dann schauen, ob Farbe aufgenommen worden ist genug. Man könnte auch nochmal eine Probe-Stempelabdruck machen. Ich traue mich aber jetzt mal, ich bin mal lustig. Also auf dieser Karteikarte ist es mir jetzt tatsächlich egal, wo dieser Abdruck hinkommt, weil wir werden später nicht die ganze Karteikarte benutzen. Dann drückt ihr das einmal auf und habt euren Stempelabdruck. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch. Ich bleibe mutig. Also da sind einige Motive dabei und das muss ich leider dazu sagen, oder das heißt leider dazu sagen, da sind einige Motive dabei, da braucht ihr eine Stempelhilfe. Also da kommt ihr mit so einem normalen Acrylstempel nicht wirklich weit. Na? Also da braucht ihr einen vernünftigen Stempel oder eine Stempelhilfe oder so eine Riesenacryl, so ein Riesenacrylblock, weil da ist ja hier diese Blume, ich zeige es euch gleich, wenn ich das gestempelt habe dabei. Und da kommt ihr mit so einem Acrylblock, kommt ihr da wirklich nicht weit. So, da ist es mir jetzt nicht egal, wo ich es hinstempel, aber da stempel ich es jetzt so ein bisschen so. So, lala. Dann drücken wir das einmal ganz kurz an. Und ziehen es ab. Und perfekt ist es geworden. Dann machen wir unsere Stempelduselei hier zu. Und machen den noch einmal gerade sauber. Also bei der Stempelfarbe, da reicht es, wenn ihr mit dem Küchentuch einfach drüber geht, da kriegt ihr die Farbe sehr gut weg. Es gibt allerdings auch Stempelfarben, da braucht es ein bisschen mehr. Also da braucht es richtig so einen Reiniger, so einen Stempelreiniger braucht es dafür. Aber bei dem reicht auch ein Küchentuch. Also ich mag die Stempelfarben sehr gerne, ich verlinke sie euch unten. Vielleicht ist gerade jemand am Überlegen, welche Stempelfarbe gut ist. Also das ist eine schnell trocknende. Von dem her ist die gut. Mein ganzer Schreibtisch glitzert von gestern. Ihr könnt es euch vorstellen, nach dem Haul, wo mir der ganze Glitzer wieder runtergekommen ist, dachte ich mir auch, was mache ich denn jetzt hier falsch? Aber ich bin aufgeklärt worden. Vielen Dank auch dafür. Ich habe es gestern noch gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und genauso ist es auch gewesen. So. Ah ja, die Blume wollte ich euch noch zeigen, ne? Bevor ich es vergesse. Also hier ist so ein ganzer Blumenstrauß. Und das kriegt ihr nicht mehr auf dem Acrylblock drauf. Also da seid ihr aufgeschmissen. Also da braucht ihr wirklich eine Stempelhilfe. Da gibt es auch verschiedene Stempelhilfen. Ich muss mal gucken, von wo meine ist. Dann verlinke ich sie euch unten nochmal. Mit der arbeite ich tatsächlich relativ gerne. Und also da kommt ihr mit dem Stempel, also mit dem Acrylblock zumindest nicht wirklich weiter. Genau, so. Dann schmeiße ich das einmal wieder auf die Seite. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie bringe ich jetzt diese 3D-Glitzer-Dinger hier in meine Karte rein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich wieder irgendwo arbeite oder ob ihr mich seht. Ne, ihr seht mich, das ist schon mal gut. So, wir fangen mal an mit dem Sonnenuntergangsbild. So, und ich habe mir hier einfach ein paar Pinsel jetzt zur Hand genommen, relativ dünne und auch so einen haarfeinen Pinsel. Und eingesaut habe ich mich auch schon wieder. Und werde einfach anfangen, jetzt mir Kleckse von diesen 3D-Perlen hier rein zu klecksen. Ich würde jetzt oben Silber nehmen. Also ich teste einmal ganz kurz, ob die Stempelfarbe schon trocken ist. Ah ja, war noch ein bisschen nass, aber macht jetzt nichts. So, und dann gehen wir da rein. So habe ich mir das jetzt zumindest vorgestellt. Klecksen uns da ein bisschen was hin. Und verteilen das dann, weil meine Hoffnung ist, dass das dann so einen richtig coolen 3D-Effekt gibt, ne? Dass sich das so richtig cool abhebt. So. Also da dürft ihr mir jetzt zuschauen. Spule wieder mal nicht schneller, ich unterhalte mich lieber mit euch.
Und was auch gut ist, das ist wie wenn man sich die Nägel macht. Vielleicht kennen das einige, die ja so künstliche Nägel haben. Die machen auch immer so Kreisbewegungen. Ich hatte auch mal welche, deswegen weiß ich das. Und so verteilt sich der Glitzer auch relativ gleichmäßig. Und da braucht man jetzt schon ein bisschen was, aber also die gibt es auch noch beim Action zu kaufen, diese Glitzerdinger. Ich habe die erst vor ein paar Tagen jetzt gesehen. Also die gibt es immer noch zu erwerben und beim Teddy gibt es auch welche. Ich glaube, die hier sind, ja genau, die hier sind von Teddy. Da gibt es blau, lila und rosa. Können wir gleich mal gucken, ob wir mit denen auch arbeiten, dass man einfach den Vergleich da haben. Genau, also dadurch, dass ich das jetzt hier relativ dick mache, wird es wahrscheinlich eine gute Zeit brauchen, um zu trocknen, aber ich erhoffe mir einfach sehr viel von diesem Effekt dann. Also ich bin da echt schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mir das total cool vorstellen, da so einen richtigen coolen 3D-Effekt auf der Karte zu haben. Also ich weiß nicht, ob es das schon gab, keine Ahnung. Ich bin da gestern wirklich draufgestoßen, oder vorgestern war es, bin ich draufgestoßen, dass ich mir dachte, naja, du hast jetzt hier noch diese ganzen Perlen irgendwie in der Gegend umeinander flacken, diese Perlen-Dots, und die habe ich mir gekauft wirklich nur, um so Rudolf-Karten zu machen, ja, also. Da habe ich zwei so Wackelaugen hingeklebt und habe dann einfach eine Nase hingemacht. Und dafür habe ich mir die ursprünglich gekauft. Und genau, also jetzt haben wir das hier oben schon mal aufgetragen. Jetzt dürft ihr mal sagen, wie findet ihr das? Also ich finde das cool. Vor allem, es hat wirklich so einen coolen 3D-Effekt. Also wenn es dann später trocknet, dann sieht man richtig, ist zumindest meine Vermutung, wir werden es später herausfinden, sieht man richtig, dass da was ist. So, und jetzt müssen wir ein bisschen spezifischer arbeiten, habe ich das Gefühl. Ah, wunderbar, bist du zugetrocknet? Was machen wir denn? Ich nehme mal kurz hier so eine Nadel. Gut, dass ich nähe. Es gehen zumindest nicht die Nadeln aus, wenn irgendwas verstopft. So. Schauen wir mal nochmal. Das mag nicht, aus welchen Gründen auch immer. So, ich stöpsel mal nochmal durch. Ich hoffe, daran lag es jetzt. Ja, daran lag es. So. Und da gehe ich jetzt tatsächlich, bin ich mir jetzt noch unsicher, mit einem relativ, keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt hier so einen ganzen feinen Pinsel, einen Haarpinsel hingelegt und noch so ein bisschen dünneren. Da werden wir jetzt gleich sehen, was funktioniert. Also ich fange jetzt hier außen an. Und tupfe das hier immer so. Ihr nehmt ein bisschen was auf, zieht so eine kleine Spitze. Wartet mal, ich schau mal, dass ich euch das näher zeigen kann. Dass ihr näher zu mir rankommt. Also hier ist einmal diese feine Spitze. Seht ihr das hier vorne? Und so ziehe ich mir das immer. Und so kriegt ihr dann auch hin, dass es gerade Linien sind. Jetzt hoffe ich, jetzt muss ich nur im Bild bleiben. Schreit ganz laut, wenn ich es nicht mehr bin. Und so kriegt ihr das auch hin, dass ihr dann hier so ganz feine Linien zieht. Ich mache jetzt mal die und die nächste Linie mit euch zusammen, dass ihr einfach seht, wie es funktioniert. Und dann werde ich das Video einfach mal kurz anhalten und werde das fertig machen. Und werde es euch dann nach meinem Endergebnis zeigen, wie es aussieht. Und dann müssen wir es trocknen lassen. Das dauert aber bei euch nicht so lange wie bei mir. Und dann geht es im Anschluss bei euch gleich weiter mit der Kartenzusammensetzung oder mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr dann weiterverfahren könnt mit diesen Karten. So. Also ich muss sagen, ich finde den Effekt echt cool. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich bin da echt immer wahnsinnig gespannt, wie eure Reaktionen sind, weil ich denke mir, wow, Wunder, was ich mir da einfallen lassen habe. Und dann heißt es, ja, gab es schon. Keine Ahnung, ob es das schon gab. Ich mache mich da auch davor nicht drüber schlau, sondern mir fällt das ein und dann mache ich das. Also wenn es da schon mal gab, dann gab es das schon mal, fertig, aus, Ende. Aber das ist gestern in meinen Kopf geschossen. Momentan brauche ich ja immer ein bisschen Ablenkung, weil mit unseren Tierchen ja nicht immer alles stimmt. Momentan verbringen wir sehr viel Zeit in der Klinik. Und ja, da hat man viel Zeit, kreativ nachzudenken. So, und jetzt habe ich hier am Rand ein bisschen gesaut. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich komme wieder zu euch hoch.
So, eine Sekunde. So, also ich habe hier jetzt ein bisschen was rausgesaut. Ihr könnt es vielleicht sehen und da gehe ich jetzt einfach mit so einem dünnen Pinsel hin und nehme das einmal weg. Also ihr könnt es dann ganz gut nochmal wegmachen. Das klappt dann alles wunderbar. So, und jetzt fahre ich euch wieder ein bisschen hoch. So, und jetzt halte ich mal quer und dann seht ihr hier diesen coolen Effekt, diesen coolen 3D-Effekt. Und ich mache das jetzt gerade mal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hallo zurück. Also, ich habe das jetzt einmal fertiggestellt. Das ist jetzt der Effekt von dem Ganzen. Sieht echt cool aus, oder? Was sagt ihr? Schaut mal, da ist so ein richtiger 3D-Effekt auch da. Das lassen wir jetzt einfach mal trocknen. Und hier habe ich die Farbe vom Teddy genommen. Da habe ich leider nicht so einen 3D-Effekt. Also diese hier habe ich verwendet. Und ich habe hier noch was auf meinem Papier. Das zeige ich euch mal gerade eben. Also diese Farbe ist sehr, ups, zäh. Also die zieht richtige Fäden, diese Farbe. Habt ihr das gesehen? Also die ist wirklich nur dafür da, eigentlich um Dots zu machen und damit jetzt so cool zu zeichnen, wie wir das jetzt mit den Glitzer-Dots gemacht haben. Naja, eher weniger. Aber ich finde den Effekt trotzdem irgendwie cool. Was sagt ihr? Wir lassen das jetzt einmal trocknen. Ich werde das Ganze nochmal mit einem blauen Hintergrund machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei euch dauert es ja eh kürzer wie bei mir. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Zurück mit unseren Heißluftballonen, wenn die denn so heißen. Die sind jetzt zumindest das auf dem blauen Hintergrund ist getrocknet. Das hier ist noch ein bisschen feucht, aber das stört uns jetzt nicht, um damit weiterzuarbeiten. Ich habe jetzt das hier auf der Karteikarte jetzt nicht ausgeschnitten, sondern ich habe noch mal ein zweites gemacht mit nur Glitzer, weil mir das mit diesen rosanen Perlen vom Teddy nicht so gefallen oder Drops hier mit den Dingern nicht so gefallen hat. Und deswegen habe ich noch mal ein zweites gemacht und das habe ich mir jetzt einfach am Stempel entlang ausgeschnitten. Und wir werden jetzt mit allen drei eine Karte machen. Ich habe gedacht, ich verwöhne euch heute mal. Gibt es gleich drei Karten. So, also ich habe mir alle zugeschnitten auf, also bis auf das habe ich natürlich am Stempel entlang ausgeschnitten, auf 10 mal 14,3, weil ich gerne bei denen ohne Mattung arbeiten möchte, weil ich glaube, das spricht hier alles schon für sich. Da braucht es nicht unbedingt eine Mattung dafür. Und deswegen werden wir uns jetzt da was aussuchen und werden einen Stempelspruch aufbringen. Ich habe mich jetzt für dieses Fly Away entschieden. Und werde das jetzt einfach in Schwarz aufstempeln. So, das heißt, ich tupfe das hier rein. Ich bin wahrscheinlich wieder irgendwo. Ich tupfe das hier rein und stempel das jetzt hier unten hin. Ich bin mutig, ohne Stempelhilfe, ohne Anlegewinkel. Schauen wir mal, ob sich mein Mut auszahlt. Ah, cool, oder? Was sagt ihr? Sieht das nicht cool aus? Ich finde es toll. So, und das stempeln wir. Wo stempeln wir das hin? Wollen wir das hier so schräg hinstempeln? Sieht doch bestimmt auch cool aus. Wir machen das jetzt einfach. So. Im Moment immer dem Ganzen Zeit geben. So. Tada! Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. So, und dann nehme ich mir jetzt eine Karteikarte. Das ist keine ganze mehr, sondern die ist schon etwas zerschnipselt. Und da stempel ich den Spruch einfach mittig einmal auf, weil ich möchte den gerne auf die Karte aufsetzen. Jetzt habe ich gewackelt. Ah, es passt aber trotzdem. Gut. Also, den möchte ich einmal auf die Karte aufbringen. Und zwar habe ich mir dafür einen Hintergrund ausgesucht. Jetzt für diese Karte. Wir fangen mal mit der an. Warum? So, also fangen wir mit dieser hier an. Ich habe mir jetzt hier diesen Hintergrund ausgesucht. Fand ich ganz schön. Da sind zwar jetzt kleine Herzchen drauf, aber das ist mir jetzt ganz egal. Und wir werden diesen Luftballon hier, diesen Heißluftballon mit Schaumklebeband aufkleben. Was heißt mit Abstand? Und dann nehme ich mir einfach das Schaumklebeband, das es überall zu kaufen gibt, und klebe das hier hinten drauf.
Mal gucken, habe ich hier übergeklebt? Nein. Also das Ganze braucht schon so ein bisschen, bis es trocknet. Also das ist nicht gleich einsatzbereit, sondern ihr müsst dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, um eben zu trocknen. Aber haben wir ja. Ne? Wenn ihr das über Nacht einfach irgendwo liegen lasst, ich habe das jetzt ein paar Stunden liegen gelassen. Wenn ihr das über Nacht liegen lasst, dann ist das auch trocken. So, und dann nehme ich jetzt ruhig ein bisschen mehr Schaumklebeband und klebe das hier fest. So. Hat es mir gleich mal Nagellack runtergezogen. So kann es auch gehen. Also das klebt immer wie Hölle, dieses Band. So. Also ich habe jetzt hier ein bisschen mehr aufgetragen. Und nehme das jetzt hier runter. Jetzt kommt wieder meine obligatorische Kontrolle, ob ich im Bild bin. Nee, ich war nicht im Bild. Sorry. So, jetzt bin ich wieder im Bild. So, knippel das hier runter. Wenn ihr diese kleinen, ja, da gibt es so kleine viereckige auch, mit denen tut ihr euch natürlich um einiges leichter. Und dann bringt ihr das einfach da auf, wo ihr denkt, dass es gut aussieht. Und ich finde diesen Effekt wahnsinnig cool. Schaut mal. Cool, oder? So richtig mit Abstand aufgepappt. Finde ich toll. So, und jetzt nehmen wir uns unseren Stempelspruch, den wir gerade gestempelt haben. Und hauen den einmal kurz durch die Schneidemaschine durch. Dass er ungefähr gleich viel Abstand oben und unten hat. Das hat ganz gut funktioniert. Und hier vorne schneiden wir das einmal ab. Und die Schneidemaschine wieder weg. Und jetzt werden wir ein Fähnchen schneiden. Das habe ich euch ja auch schon ganz oft gezeigt, wie das funktioniert. Da muss ich aber tatsächlich noch ein Stück wegnehmen. Ich bin jetzt mal so mutig und schneide mit Schere. Ich bin normalerweise nicht der Scherenschneidetyp, weil ich da immer schief komme. Aber ich glaube, das sollte ich hinbekommen. So, also das haben wir jetzt einmal abgeschnitten. Und jetzt machen wir uns irgendwo auf der Rückseite einen Punkt, relativ mittig. Könnt ihr auch immer wieder anheben, um zu gucken, bis wohin geht euer Motiv. Macht euch da einen Punkt hin. Und schneidet von den Ecken aus zu diesem Punkt. So. Und dann habt ihr quasi hier so ein Fähnchen gemacht. Ja, das ist jetzt schon sehr dominant, aber ich finde es jetzt gar nicht dramatisch, weil ich möchte das hier noch so ein bisschen hochknicken, das Ganze. Und auch auf das bringe ich jetzt Formklebeband drauf. Also Abstandsklebeband so rum. Einmal und zweimal. Und das klebe ich hier ganz an den Rand auf. Cool, oder? Was sagt ihr? Cooler Effekt. So, und jetzt suchen wir uns dafür noch eine Karte aus. Ich möchte ohne Mattung arbeiten. Ich habe es euch schon gesorgt. Dafür nehmen wir uns jetzt einfach unsere Kartenrohlinge und schauen mal, welcher da passen würde. Also es würde... passt jetzt irgendwie gar nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. So kann es auch laufen. Das ist zu hell. Tja, lasst mich kurz überlegen, was wir nehmen. Ob wir im Dunkelblau bleiben. Unser Hund hat auch Hallo gesagt. Uff. Draußen geht der Wind so, da beschwert er sich immer, der junge Mann. Das findet er ganz doof. Tatsächlich mit sowas hier arbeiten.
Finde ich ganz cool, wir nehmen mal das, auch wenn das jetzt farblich vielleicht nicht zu 100% passt, aber ich finde diesen Effekt toll. Und die knicke ich einmal in der Mitte. Und dann ist noch die Überlegung, bringen wir das auch mit Abstand auf der Karte auf oder bringen wir das direkt auf? Ihr seid gefragt. Möchten wir das haben, direkt oder mit Abstand? Ich klebe es direkt auf. Schreibt mir gerne, was ihr gemacht hättet. Ob ihr auch direkt gewählt hättet oder ob ihr was anderes gewählt hättet. So. Da benutze ich wieder meinen altbekannten Tacky Glue, den ich nicht mehr hergeben möchte. So, da la. Schauen, dass oben, unten, links, rechts der gleiche Abstand ist. Und dann seid ihr auch schon fertig. Was sagt ihr? Karte Nummer 1? Cool oder cool? Eine andere Option gibt es leider nicht. Also ich finde es echt, ich finde, es hat was, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. So, wir machen ganz schnell weiter, damit das Video jetzt nicht wieder 58 Minuten dauert. Welches sollen wir denn noch aufkleben? Sollen wir das hier nehmen, unser Sonnenuntergangs... unseren Sonnenuntergangsballon und dann den werde ich extra nochmal für euch fertig kleben. Das seht ihr dann auf den Bildern. Da mache ich euch ein Bild davon nochmal und schmeiße es ganz zum Schluss nochmal rein, wie die Karten einzeln aussehen. So, dann nehmen wir da doch. Was nehmen wir da? Wie schaut das aus? Das hätten wir zur Auswahl. Das wird wahrscheinlich zu knapp. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Knallig sein. Und das Orange wird wahrscheinlich auch zu sehr knallen. Ja, wir nehmen jetzt das Papier. Die gibt es beim Action, sage ich immer wieder. Ich weiß, die meine Videos schon länger kennen, die hören diesen Spruch immer wieder. Aber es kommen ja jeden Tag neue dazu. Deswegen sage ich das immer recht gerne. So, und das bringen wir... auch mit normalem Klebstoff auf. Da muss ich jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil es ja vorher noch nicht ganz trocken war. Aber ist jetzt ja vollkommen ganz egal. Dann nehme ich das einfach in die Hand und schmiere da Kleber drauf. Wir lassen uns nicht abhalten von Trockenzeiten. So, ich möchte euch das Video ja heute noch hochladen. Und ich bin schon relativ spät dran, muss ich sagen. So, dadurch, dass es Fotopapier ist, ich sage es nochmal, das Video dazu habe ich euch schon verlinkt oder ihr schaut einfach in meinen Videos Hintergründe selbst gestalten. Das haben wir aus Fotopapier gemacht und dieses Fotopapier saugt immer wahnsinnig viel an Kleber. Deswegen braucht es hier einfach ein bisschen mehr Klebstoff, aber das stört uns nicht. So, da müsst ihr dann einfach nochmal einen Moment draufbleiben, dann... hält das auch wirklich bombenfest oder legt noch mal was oben drauf, dann hebt das auch. So, beide ohne Mattungen und die blaue, die mache ich jetzt dann schnell ohne euch fertig. Da werde ich euch gleich noch mal jetzt ein Bild einschmeißen. So, was sagt ihr? Coole Karten geworden? Gefallen sie euch? Übrigens, das Papier, jetzt habe ich euch das unterschlagen, ne? Das habe ich aus diesem Block hier rausgenommen. Der ist auch vom Action für 2,65 Euro. Habe ich sogar einen Preis für euch noch kleben lassen. Haha. Also da gibt es den und da gibt es dieses Motiv. Für jeden, der es nachbasteln will. Welche Karte gefällt euch am besten? Die oder die blaue? Die schmeiße ich, wie gesagt, noch mal ein Bild rein. Ich finde ja, mir gefällt die hier toll. Mit dem Abstand. Ups, mit dem Abstand hier. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann war es das heute schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen und werdet jetzt selber bastlerisch kreativ. Diese 3D-Perlen gibt es auch noch in anderen Shops und auf Amazon und sonst irgendwo. Ich verlinke sie euch da auch nochmal. Dann könnt ihr da auch gucken, ob euch da was gefällt.
Und dann dürft ihr euch da einfach künstlerisch, ja, austoben. Dann, ja, wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns ganz bald. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo. Also, bis bald!